So, zweiter Spielertyp, Theoretiker. Da werden als So, erzähl Weltmeister. einfach mal was zum Theoretiker. Ich hole mal die Bücher. Okay, aber ich wollte ja auch dich davon überzeugen, dass du Theoretiker bist. Na, okay, dann bleibe ich sitzen. Als Weltmeister Steinitz, Botvinnik und Kramnik. Als herausragende Spieler wären Tarasch, Nimzowitsch, Leko, Giri, Georg Meyer, Ulf Andersson, Nico Settler, Sergej Tifjakow, Ponomajow, Hans Berliner, Matthias Walz, Viktor Moskalenko, Mark Woretzki, Josef Und so Dorfmann, weiter und so Bangiew. weiter. Aber man sieht schon, ich vermute, dass unter Trainern und Schachautoren und Schachbloggern sind und Inhaber von Twitch-Kanälen sind Theoretiker überrepräsentiert, würde ich vermuten, weil Theoretiker oft ihre Theorien auch weitergeben wollen an ihre Schüler und in Büchern. Das bei Aktivspielern und bei Tare, wie auch immer. Also der hat es auch, aber das würde ich stark vermuten. Man sieht es ja auch schon so ein bisschen hier an der Liste. Da sind viele berühmte Buchautoren. Und an den Büchertiteln kann man es auch. Nimzowitsch, Mein System, Hans Berliner, The System, also noch mehr das System. Die Schachmethode von Dorfmann ist übrigens auch eine sehr interessante Methode. Ja, und Theoretiker kennen sich normalerweise in ihren Eröffnungen gut aus. Kramnik hat ja zum Beispiel die Berliner Mauer in Spanien gut vorbereitet gegen Kasparow. Ihre Systeme sind oft sehr solide und von langer Dauer und langer Anwendung. Oder zum Beispiel Italienisch mit C3 und D3 wie Georgios Solaidis. Das ist typisch für Theoretiker. Ja, und sie kennen auch sonst natürlich oft kennen sie die Schachtheorie gut, sie kennen oft auch die Endspieltheorie ganz gut und mitunter haben sie eben auch eigene Theorien, die positionelle Themen dann behandeln, wie ja, Nimzowitsch und Dorfmann und die anderen genannten. Erkennst du dich schon so ein bisschen wieder Hier, ja, oder? nur ein bisschen, zum Teil. Erstmal Helga 0815 und Thrilled X, danke euch für die Subs. Und da war eine Frage, wo kann man testen, welcher Typ man ist? Ich glaube, das kann man nicht so richtig testen, oder? Matthias Walz spielt jetzt für Großhansdorf. Ja, der spielt ein bisschen Schach, hat gerade eine Qualifikation für die LHH. Ja, gut, das ist aber ein Aber Nebenthema. das wusste ich noch gar nicht. Ja, interessant. LLHH, was auch immer das ist. Landesliga Hamburg wahrscheinlich. Ja, was auch immer. Ist Jan Gustafsson auch Theoretiker? Ja, Definitiv, definitiv. definitiv. Das, also Defin das ist ein, das ist ein krasser Theoretiker, oder? ja, Ja. ja. Arne Skiri, ja, also in einem Top Ten ist ja im Ja, Moment nur Arne Arne Skiri. Ja, Skiri. ja, ja, Aber ja, Jan Gustafsson ist definitiv Theoretiker. Sehr gutes Beispiel auch, sehr gutes Beispiel. Der hätte ja. auch hier eigentlich mit in die Ja, Liste ja. Angst gehört. vorm Verlieren. Ja, Kann man das ja. sagen auch beim Theoretiker? Gut, jetzt kommen wir wieder natürlich so ein bisschen in. Wir haben ja die emotionalen Achsen gestrichen und das würde ja auf die emotionalen Achsen gehören. Wir passen ja nur vier, sodass es jetzt wieder etwas dünnes Eis wird. Aber ich würde dir folgen und vermuten, dass es bei vielen Theoretikern ein bisschen mit korreliert ist. Ja, während die Hyperaktivspieler haben ja keine Angst. Tal hatte ja nie Angst, er könnte jetzt zu viel geopfert haben und dann verlieren. Das war ja die geringste Sorge seines Lebens. Aber Aber. ist das nicht auch abhängig vom Alter? Ja, wir sind jetzt auf etwas gefährlichem Terrain und wir sind auch auf den Okay. emotionalen Achsen. Wir kommen ein bisschen davon ab. Trotzdem würde ich auch so intuitiv deiner These was abgewinnen können. Also Jan Gustafsson noch einen, bei den Theoretikern mag es mehr geben, die so ein bisschen Angst vorm Verlieren haben, was auch zu den sehr vielen Remisen. Viele Theoretiker haben auch sehr lange Remisserien. Peter Leko, Ulf Andersson. Ich Und nicht. ja, weil wir hier auf der emotionalen Achse sind, ist das auch ein klein bisschen gefährlich deswegen. Aber Okay. ich würde trotzdem vermuten, dass das leicht positiv miteinander korreliert ist. Also zum Beispiel Hyperaktivspieler haben das nicht und Theoretiker haben das eher. Aber wir betrachten ja zum Glück nur die beiden anderen Achsen. Ich kann auch sagen, ein Glück, dass wir das machen. Aber trotzdem finde ich, das hat was. Also ich. Okay. So, machen wir das nächste Beispiel, weil ich Ja. will eigentlich die vier Typen durchgehen mit dir. Also du musst länger Ja. bleiben. Pech gehabt, du musst länger bleiben. Ja, wobei wir hier müssen wir vielleicht auch gar nicht so viel machen. Das können wir ja. Theoretiker mögen halt auch die Theorien sehr gerne. Und eine der besten Theorien, die ich finde, die es so speziell gibt, ist halt die Steinitzsche Restriktionsmethode zum Läuferpaar gegen Läufer und Springer. Und Steinitz macht das hier super Ja, wo steige ich ein? instruktiv. Hier steige nach Läufer E6. Hier. Ja. Hier steige Ja, ich ja, ein. ja. Man Okay. sieht schon, das haben sich schon die Bauern auf die Sache ist jetzt so, man könnte den Läufer, der keinen Widerpart hat, den Läufer E6, den könnte man grünen Läufer nennen, wenn man wollte. Dann wäre die Faust, also der Läufer des Läuferpaars gegen Läufer Springer, der keinen Widerpart hat, ist der grüne Läufer. Die Faustregel ist dann, der grüne Läufer soll so stark werden wie möglich. Und die flüssigen Bauern sind auch gut für die Läufer. Und Schwarz sollte jetzt im Prinzip die Bauern schwarzfelderig so stellen, dass sie die weißen Leichtfiguren maximal einschränken. Was ist der flüssige, was sind die flüssigen Bauern? Keine Doppelbauern, Okay. alles zusammenhängende Bauernketten, flüssige Bauern. Ja, okay. Das Alles fließt.
Genau, das bewirkt, genau. Hättest du so Doppelbauern oder isolierte Bauern, dann könntest du über bestimmte Felder nicht so leicht rüberfließen. Und hier ist das nicht der Fall. Hier hast du lauter flüssige Bauern. Theoretiker Nice. mögen übrigens solche Theorien sehr gerne. Und als Autor und Trainer würde ich auch sagen, bin ich definitiv auch Theoretiker. Als Spieler nicht. Aber als Autor und Trainer Ah, bin ich jetzt fängt er an zu definitiv. unterscheiden. Ah, ja. Als Autor Für und Trainer. sich nimmt er natürlich die Unterscheidung, in Anspruch, ist klar. Na gut, wir können auch sagen, dass du als Autor und Trainer Theoretiker bist und als Spielertyp. Aber ich würde dich zumindest auch als Theoretiker verorten, als so, ja. Bärenstarter, danke dir. Ja, dazu kommen wir später noch, zu diesen Fließen zwischen den Typen. Na gut, okay, jetzt also Läufer. So, okay. Jetzt kommt ein Fehler. Jetzt kommt ein Fehler. Turm FD1. Warum Genau, ist das ein Fehler? der ist ganz schlecht. Denn Weiß hat ja den Springer B3 und muss Ah, verhindern, dass der völlig aufs Abstellgleis gerät, denn dann wird er mal dominiert, dominiert, dominiert und dann spielt Schwarz sein eigenes okay, Spiel der und wir Zug ist haben. klar jetzt der nächste, ne? Leute, was spielt Schwarz? Das ist klar, ne? Wir wollen den Springer hier, wie sagt man, was ist das Verb von Restri? Einschränken. Einschränken auf Deutsch einfach. Wir spielen C5 Ja, natürlich. klar. Ja. Kontrollieren dieses Feld. Der Springer ist jetzt ein bisschen tot hier, Und ne? der Läufer hat das auch nicht, also der Weiß wird das genommen. Okay, dann können wir ruhig ein bisschen weitermachen. Ist es ja. Die Bauern werden gerne auf. Der Stein ist König kommt, die Bauern werden gerne auf Schwarz gestellt. So, jetzt, also H6 ist auch noch ganz. H6 ist auch noch ganz okay. Jetzt stehen übrigens alle schwarzen Bauern auf Schwarz. Das ist wirklich ganz instruktiv. Ja, der grüne Läufer E6, dem steht nichts mehr im Weg. Alle Bauern stehen auf Schwarz und sie stehen auch, sie nehmen weiß sehr viele Felder weg. Jetzt kommt der erste Zug, der sehr verpflichtend. Bisher konnte Schwarz ja auch alles spielen, weil er gar keine Schwächen geschaffen hat. Jetzt kommt der erste Zug, der Schwächen schafft, F5. Da musste sich Stein jetzt ganz sicher sein, dass Weiß die Schwächung des Feldes E5 halt nicht nutzen kann, dass der Springer nicht schnell genug auf E5 landet und so. Aber ist ja halt nicht der Fall. Gut, muss ein Stoppschild gesetzt werden. A5 wäre stark gewesen mit der DA4, den Kommt weiter noch. angreifen, damit er zurückgeht und solche Sachen. Kommt, Okay, das kommt gleich. F5, Das kommt gleich F4, noch. starker Zug von Weiß, stoppt den F-Bauern. Läufer F6, gut. Aber jetzt müsste sich der Springer, ist natürlich schlecht. Der Springer muss sich den G3, Ring mit Springer D2 auf grünere Weidegründe auf den Weg machen. Nicht, dass man Englisch spielt ja nicht gut. Die Verteidigung ist auch im Laufe der Zeit viel besser Ja. geworden. Schachprofi-Not, danke dir. Springer D2, Läufer A2 geht natürlich nicht wegen Turm A1 und A7 hält solche Geschichten. Genau. Okay, G3 ist natürlich, man sieht, man fühlt schon, das ist falsch, weil es die weißen Felder schwächt hier natürlich überall. Er hat einen weißfeldigen Läufer. Ja. Und jetzt kommt A5, was du schon wolltest, um die Bauern da zu unterminieren. Und auch so, übrigens solche Themen der Bauernstruktur, da sind Theoretiker in der Regel auch sehr, sehr gut. Theoretiker kennen alle Bauernstrukturen auswendig, wissen, welche Hebel wie gut sind und wann man wo unterminieren muss und welche Bauerninseln wie schwach sind und so. Da sind Theoretiker sehr gut. Spielertyp in Abhängigkeit vom Zeitlimit ist natürlich, das ist natürlich, ne? Je weniger Zeit man hat, desto aktiver spielt man natürlich, ne? Ja, also man könnte vermuten, dass, ja, das macht Lars Bo Hansen auch, man könnte vermuten, dass Aktivspielern das ein bisschen entgegenkommt, wenn mit kürzerer Zeit gespielt wird. Ja, das Ja. vertritt Lars Bo Hansen auch. Expert Vision, danke dir für den Sub, mein Lieber. A5, Springer C1, A4. Schöne Restriktion hier. Typische Restriktion, ja. A3. Okay. Ich meine, Weiß hat nicht so viele Schwächen, aber er steht extrem passiv inzwischen. Genau, und daran wird er auch Läufer zugrunde gehen. C4. Und im Moment ist ja auch noch so, der Chamäleonläufer E3 verteidigt die Sache ja noch ganz gut. Der Chamäleonläufer verteidigt D2. Also halt schlecht, Tschubas schlechte Läufer decken gute Bauern und wichtige Felder. Und solche Läufer könnte man dann auch Chamäleonläufer nennen. Als ich als Theoretiker mag solche Begriffe natürlich sehr gerne, wie du schon befürchtet hattest. Natürlich. Okay. König F2, das ist ein Fehler, aber man sieht noch Aber die nicht, Stellung wäre wegen sowieso schlecht Läufer, gewesen. wegen G schlicht Ja. F4, er muss mit dem Läufer nehmen, weil ansonsten Läufer H4 kommt. Und Läufer G5 und Weiß-Schwarz gewinnt. Okay, Fantastisch. aber hier, also hier ist natürlich die Dominanz da, ne? Der Läufer Ja. dominiert den Springer halt, ne? Genau. Das ist ein großes Problem hier. G-Star 1991, danke, danke. Nein, Programme haben nicht unterschiedliche Spielstile, Ah, man könnte auch oder? die Computer. Doch, man könnte auch bei den Computern ein bisschen einsteigen. Also Alpha-Beta-Engines wären ja Pragmatiker. Also sind ja Alpha-Beta-Engines sind der most Prototyp eines Pragmatikers. Die rechnen ja Was ist ein nur. Alpha-Beta-Engine? Also nochmal die alten Engines, die nicht Alpha-Zero-Engines, die Okay. alten, die nur auf dem Alpha-Beta-Algorithmus. Naja, die Engine bevor Alpha-Zero kam. Okay.
Big Chess, danke für die zwei Subs. Naja, was weiß ich, die Engines der 90er Jahre oder so. Okay. Gut, also die sind Pragmatiker, das ist klar, aber durch die Bewertungsfunktion kommt nochmal eine Theorie rein. Also durch die Bewertungsfunktion kommt eine Theorie von außen rein. Und zum Beispiel bei den 90er Jahren Deep Junior hatte die das Material besonders gering bewertet, sodass in den 90er Jahren Deep Junior praktisch der Aktivspieler unter den Engines war. Mhm. Und die modernen Alpha Zero Engines und die Neural Network Engines, die wären wohl Reflektoren. Also man kann auch die Computer in die Spielertypen einsortieren. Das ist erstaunlich, während man die Computer ja nie auf die... Also daran sieht man, glaube ich, auch, dass Lars Bo Hansen irgendwie gut getroffen hat mit den beiden Achsen. Denn die Computer könnte man natürlich nicht auf die emotionalen Achsen zuordnen, während man sie auf die vier Achsen, wie du ja hier siehst, eigentlich ganz kanonisch zuordnen kann. Also, mhm. Das spricht meines Erachtens auch für das Modell, dass es mit den Computern eben auch funktioniert. Hast du schon mal von der Kondomvariante gehört? Nein. Das lieben auch Theoretiker, wird da geschrieben. Was ist eine Kondomvariante, Leute? Ihr könnt doch nicht einfach sowas in den Chat schreiben. Eine Variante, die man einmal spielt und dann nie wieder benutzt. Aber okay. Kommt von Nigel Short, aber natürlich. Aber Nigel... Ja, zum Spaß natürlich. Ist ja natürlich kein Theoretiker. So, Läufer G5, machen wir mal weiter. Wir wollen ich will die vier Spielertypen noch hören. So, okay, machen wir. Nimm. Und jetzt ist Turm D2 eine Riesendrohung. König ja. E3, ja... König F6 und Weiß kann sich überhaupt kaum noch rühren hier. Wir würde sowieso verlieren, du kannst einfach die Partie. Wir gucken uns jetzt die Partie. Ja, das ist natürlich jetzt hier krass, der Springer ist halt mega dominiert. Man hat ein verbessertes Bauernendspiel halt. Hier kann man nehmen und jetzt kann man den H-Bauern holen hier und das ist. Ne, Habern kann man nicht holen. Ja, König F4, König A4, König F4, deswegen F4. Deswegen besser mit dem F-Bauern gewinnen. Jetzt jetzt vorziehen und Feierabend. Der ist natürlich schnell am Start hier. Neue Dame 0-1. Okay, also, das war jetzt eine spezielle Theorie. Gut, und ja, Theoretiker haben eigentlich die Schwäche, dass sie manchmal ein bisschen unflexibel sind, zu starr an ihrer Theorie festhalten, auch wenn die mitunter nicht zur Stellung passt. Vielleicht dann auch in dem Zusammenhang in Zeitnot kommen oder Angst vorm Verlieren haben. Aber das sind beides psychologisch so ein bisschen Elemente, die, das kann korreliert sein, ist aber ein klein bisschen so eine Sache. Genau, und also wie spielen Theoretiker gegen andere? Sie wollen natürlich immer in ihre Systeme und ihre Stellungen reinkommen, da kennen sie alles aus dem FF und wollen dann immer beweisen, dass ihre Theorien korrekt sind. Georg Meyer hat ja Rubinstein bis ausanalysiert und dann immer gespielt. Aber für die praktischen Ergebnisse war das wahrscheinlich gar nicht so gut, aber es war ein Theoretikerzugang. Und wie sollte man gegen Theoretiker spielen? Man sollte natürlich möglichst versuchen, sie aus ihren Systemen rauszubringen. Und gutes Match wäre da Arnand gegen Kramnik, wo Vichy gewonnen hat, weil er es geschafft hat, Kramnik in der Eröffnung schon völlig von den Hauptgleisen wegzubringen. Die ganzen Muster, das war alles nicht so wichtig. Man musste gleich in der Eröffnung schwierige, konkrete Probleme lösen. Für die Muster aber Kramnik nicht vorbereitet, hat Arnand gewonnen. Und 2008. So kann man versuchen, gegen Theoretiker halt vorzugehen. Man kann nicht auch versuchen, ihre Unflexibilität auszunutzen. So, nächstes Kapitelchen. Ja, was kommt hier? MVL ist dann bestimmt ein Theoretiker. Er spielt aber auch schön und aggressiv. MVL ist Pragmatiker. Obwohl er immer die gleichen Sachen spielt? Ja, trotzdem würde ich ihn als Pragmatiker einordnen. Ja.